Hier, Sau VS-Ding und so. Neben mir sitzt der Michi. Ja. Ja, das war der Michi. Und wir haben ein lustiges Spiel gefunden, besser gesagt, er hat's gefunden. Nennt sich Gangbeats. Und ich habe ja schon ein paar Runden VS gespielt mit Philipp, hier so Open Space und so eine Scheiße. Und jetzt sitzen wir vor einem Laptop mit zwei Controllern in der Hand und das geht jetzt richtig nach vorne. Also das ist Tekken nur in geil. Oder was? Richtig. Daniel wird jetzt quasi Brasilien spielen und ich Deutschland. Ja, ich glaube, du wirst gleich richtig bedient. Na, ich meine, gut, du hast auch Erfahrung, ne? Also das Spiel kann man sich auch gratis runterladen. Das ist noch die Ur-Ur-Ur-Alpha, also Version 0,03. Und ja, ich gehe auf Start und jetzt krieg ich aufs Maul. Erstmal ist das Tutorial. Na, verdammte Scheiße. Bedient. Ja, ich habe schon verloren. Also ich bin der Blaue und Michi ist der Rote. Wo bleibst du denn? Ja, du mich auch. Ja, genau. Genau. Wieso steht er nicht wieder auf? Was für ein Punch. Ich heb die mal über die Mauer. Laufen kann man nicht irgendwie, ne? Er fängt von allein an zu laufen. Achso, je. Ah. Ist ja nur das Tutorial. Okay, okay. Nein! Halt dich fest! Wie komme ich wieder hoch? Gar nicht. Doch, ich kann springen. Natürlich! Du kommst nicht wieder hoch. Ach ja, die blaue Leiste zeigt an, wie lange du dich festhalten kannst. Ach so, okay. Ich glaube, wir werden nicht mal das Tutorial beenden können. Wir machen uns gleich einfach mal einen Arena-Kampf. Richtig. Vielleicht noch das Fußballfeld für dich. Das klingt richtig bedient, Alter. Ich werde dich noch zum Essen einladen, nachdem ich dich gefickt habe. Verpiss dich. Niemals, 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 niemals. Alter, ich werde gleich ohnmächtig. Bäm. Okay, jetzt mach was anderes. Ja, das macht Bock. Ja, okay. Gehen wir kurz raus und dann... Ja, welches Level ist geil irgendwie? Ring erstmal. Okay. Erstmal einen Ringkampf. Okay. Ziel ist, einen anderen über die Seite zu schmeißen. Komm schon. Bitch! Hä? Ja, da verlässt sich schon die Scheiße. Kraft, Scheiße. Diese Rockmusik ist. Oh! Der hängt aber in den Seilen. Ja, ich hänge hier wirklich mal in den Seilen. Ist ja gerade so, als ob du brennen würdest durch das Licht. Mit Lucky Punch kann man auch bewusstlos schlagen. Also wenn man angeflogen kommt. Oh, nee, ich hab keinen Bock mehr, ich geh nach Hause. So, hast gedacht, ne? Hast gedacht. Voll den Ellbogen kassiert. Komm schon, komm schon. Ich bin bewusstlos. Okay, reintreten? Ja. Kein Schläge gegen den Kopf. Komm schon. Mehr kommt da nicht. Ich muss mich rausschmeißen. Geh drauf. Gedrückt halten wir L1 und R1, ne? Bitte geh von meinem Arsch weg. So. Weg. Wichser. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Da liegt sie nicht. Ah, da liegt sie nicht. Bring it on. Ach ja, ach ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Raus mit dir. Drecksack. Oh, oha, oh kacke, oh kacke. Nein. Ey, wir sind doch Freunde. Warum bist du denn jetzt so? Freunde suche ich mir alleine. Scheiße. Ja, das macht Bock. Ja, ja. Au, au, das hat weh. Oh, ich wurde gerade dermaßen bedient. Kommt meine Lebensenergie auch wieder zurück oder bleibt die ganz unten? Ja, die kommt auch wieder zurück. Okay. Da ist es schon wieder. Da prüge ich sie gerade wieder aus dir raus. Die letzte Suppe rausgekrochen. Nein. Erstmal ausruhen. Meine Fresse, bin ich im Arsch. Nein, weg. Und da ist Helden gekommen. Nein, kommt schon. Ich bleib einfach. Nur auf die Nieren. Der war nicht schlecht.
Bam, komm, hau ab, Verpiss dich. Oh, K.O., wa? Hier. Oh, bin ich im Arsch. Nein! Nein. Schön. Roundhouse-Kick hier. Mit der Hand. Nein. Ach, doch. So, hier, ich ziehe die Ohren lang. Ja, ich brauche jetzt meine Pause. I'm Rick James, bitch. Fuck your couch. Ja, ich bin Player 1, falls du es nicht wusst. Ich war die ganze Zeit rot. Nächstes Level. Ja. Was denn jetzt? Grind. Gibt's auch noch was mit Hochhäusern so? Ja. Ach du Scheiße. Oh Mann, das wird mies. Oh, da verlässt mich schon wieder die Kraft. Nein. Komm schon. Nein. Ab in Schredder. Kennst du noch Schredder, der Gegner von den Turtles? Ja, Schredder. Ja, kennst du, Turtles hat eine ganze Beule, Beule voller Mäuse. Eine Bude voller Mäuse. So, und da geht er in Schredder. Kommt auch wieder raus? Nein. Schade. Oh ja. So, das erste Match, dass ich immer gewinne, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Scheiße. Und weg. Telekinese. Ja, ich glaube, das Ding hat so einen Sog, oder? Ja. Verdammt. Was war eigentlich auf Viereck? Da war nichts, ne? Hochheben, wenn du eigentlich getroffen hast. Ach ja. Und Dreieck? Quasi so. Dreieck? Oh, lass meine Haare los. Niemals. Und du hast trotzdem verloren. Das ist Quatsch. Dreieck war nichts, doch Arm hochheben. Weg! Ich bin wieder da! Nein! Scheiße! Ja, es war eine ziemlich schnelle Runde, habe ich das Gefühl. 0-0, Player 1 win. Ja. Also, das kann man mit bis zu 4 Leuten spielen? Bisher nur an einen Rechner oder Laptop, so wie ich jetzt leider. Ja, der Multiplayer kommt aber demnächst, ne? Richtig, ab 15. oder zwischen den 15. und 30. Juli auf Steam erhältlich. Ich denke mal zwischen 10 und 20 Euro, die sich auf jeden Fall lohnen. Ja, wenn es dann einen Online-Multiplayer gibt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, wollen sie einfügen auf jeden Fall. Na denn. Das Unfaire ist, hier können auch die Seile reißen. Und was passiert, wenn die Seile reißen? Ne, werde ich gleich mal demonstrieren. Ach ja. Lass mich erstmal wieder aufstehen. Gleich bin voll. Da steht er wieder. Und da legt er sich hin. Da geht er down. Und da geht er down. Ach ja? Oh, Scheiße! Das meine ich mit, die Seile können reißen. Kommen noch Bluteffekte bei der Steam-Version? Kann das sein? Nein, leider nicht. Aber es soll Verkleidung geben und man kann die Größe der Kämpfer einstellen. Das ist nicht schlecht. Und eigentlich der besoffene Gondel. Wie eigentlich im richtigen Leben auch. Das ist Quatsch. Hör auf, er ist doch schon längst tot. Nein, ja. Nein. Ja. Die letzten werden die ersten sein. Ich bin hier der einzig wahre Fensterputzer. Abhauen! Ah! Nein! Ja. Die erste Runde gewonnen, nicht schlecht. Ja. Kann sie sehen lassen. Dem gebührt Respekt. Christep. Trucks. Alles das, wo sie hier fahren? Ja, genau. Was ich schon mal gesehen habe? Das wird ja, gut. Genau. Die war springen? War mit A, ne? Ja. Nein! Ich meine, es ist sehr simpel, aber es ist auch genial. Wie Minecraft quasi.
In gut. Ja, mit bessere Grafik. Quasi unser, schon 4K-Auflösung. Unser Minecraft. Ja. Mach dir einen Worm, Alter. Kennst du Scotty to Hottie? Mit Grandmaster Sexy und Rikishi? Oh ja. Yeah. Nie gehört. Ich habe auf den Falschen geguckt. Wirklich? Ja. Ich finde das sehr gut, dass sie unauffällig Wurst sponsern. Im Ring war auch schon eine Wurst zu sehen, also so als Sponsor. Bitte. Und eben auf den Trucks auch. Sollen wir nochmal Trucks nehmen? Dann beweise ich dir das. Nein, das ist kein Wurst, das ist ein Stück Fleisch. Hä? Das ist eine Wurst. Du bist eine Wurst. Ja, ich hier hingucken. Pass auf, wenn du das von der Seite siehst. Das ist eindeutig eine Wurst, da? Was nein, ist das? Ist das eine Wurst? Fleisch mit einem Knochen. Alter, jetzt kriegst du meine Wurst ins Gesicht hier. Kannst du mal der lutschen? Lass mal die Hand los. Niemals. Oh. Ja, und da zerreißt es mich. Es ist, wie gesagt, ein Stück Fleisch mit einem Knochen. Nein. Quasi ein Schinken. Man sieht es ganz eindeutig. Ach, das ist eine Wurst. Das ist eine Krüppelwurst. Du bist eine Wurst. Da das Spiel neu, dann siehst du es am Anfang. Es ist eine Tschernobyl-Wurst. Ja, das war nicht so clever. Da hat er es überlebt. Ich wollte ja auch in der Welt ja nur die Wurst zeigen. Weil es quasi jetzt gerade nicht um die Wurst ging. Dich gezeigt. Oh, jetzt kommt die Verbrennung. Mhm. Okay. Das ist ein köstliches Level. Okay. Man kann sich nur denken, dass später im Spiel auch noch Waffen kommen, wie jetzt zum Beispiel Realteile, die man um die Ohren prügeln kann. Das ist ja sehr nice. Ja. Weg, nicht bewusstlos werden, nicht bewusstlos. Ja, der wird ja bewusstlos. Darf ich jetzt einen rassistischen Witz bringen? Bitte, auf diesem Kanal immer. Nein. Kannst ja flüstern. Vielleicht schneide ich es ja raus. Vielleicht mache ich auch lauter. Das wäre rassistisch. Fang mich doch. Scheiße. Ich dachte, du bleibst da hängen. Wo ist Falle? Niemand. Ich schlag aber nur daneben. Und da kriegt der richtig eine verpasste. Ich kann ins Regal prügeln. Kommt der richtig aufs Laufband. Nein, ich geh jetzt mal im Pausenraum, weißt du? Du hast versucht, eine Drehtür einzuschlagen. Ja, ich zuzuschlagen. Oh, der war blöd. Vandalismus. Da hab ich total was gegen. Ja, die Figuren sehen schon dezent behindert aus. Durch die Einstellungsmöglichkeiten, die folgen werden, wird es noch behinderter. Ja. Ich hoffe, es kommt. Ich würde definitiv einen Piraten machen. Noch so ein Luchador oder wie heißt das? So ein mexikanischer Wrestler sind Luchadoros, ne? Oh, da geht die Grafik aber down. Oh, das ist zu viel Anforderung für den Dreck. Ah, jetzt kommt's wieder. Ich hab. Mit stabilen 10 Frames können wir dieses Spiel darstellen. Ja, hammerhart. Er fängt sich ja wieder. Wir sollten keine grafisch aufwendigen Dinge versuchen. Flammen? Dieses Regal zum Beispiel. Oder schlagen. Kannst du durch die Tür gehen? Ja, hier kommen eigentlich Leute raus, denke ich mal. Das war so ein riesiger Typ. Und da bin ich wieder gestorben. Scheiße, hat dich nicht geworfen. Ja, gut, das ist ja blöd. Ich bin auch schon wieder voll da. Du bist gleich voll weg. Du wirst sterben. Nee. Ja? Nein. Wirst nicht lieber du sterben? Oh, scheiße. Ich glaube, er hat sich länger gehalten. Oh. Ja, ich habe mich fallen lassen. Ich verbrenne lieber, als in den G abzuhängen. No hate. No homo. Ja, ich habe auch total vergessen, die Uhr zu stoppen. Das heißt, wir spielen jetzt einfach, bis wir keinen Bock mehr haben. Man kann es ja auch mal ein bisschen schneiden, aber... Nee. Wheel. Sehr lustiges Level. Ja. Ich würde sagen, hier mache ich eine Cut-Pause. Vielleicht für die nächste Folge. Also...